Sie sind hier, 14. Juli 2018, 12.04 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Gary Puffett geht mit einem Vorsprung von 6 Punkten ins fünfte Rennwochenende der DTM. Urheberrecht Getty Images. Der Mercedes-Pilot geht als Spitzenreiter ins fünfte Rennwochenende der DTM. An der Nordseeküste sichert sich Puffett die Pole Position. Der spannende Titelkampf in der DTM geht in die nächste Runde. Im niederländischen Zandvoort 1. Rennen ab 13.30 Uhr im Live-Ticker tritt Gary Puffett als Führender der Gesamtwertung an. Der Pilot vom Team HWA Mercedes hat nach der Qualifikation mit 102 Punkten aber nur 9 Zähler mehr auf dem Konto als der zweitplatzierte Edoardo Mortara, ebenfalls HWA Mercedes, nur einen Punkt dahinter rangieren Marco Wittmann und Timo Glock, beide BMW, auf den Plätzen 3 und 4. Service die Gesamtwertung der DTM, hoffentlich können wir ins Antwort unsere Führung ausbauen, sagte der Brite Puffett, noch wichtiger aber ist, dass wir dort gute Resultate erzielen. In der Qualifikation hat sich Puffett die Pole Position gesichert. In 1:30,778 Minuten fuhr Puffett die schnellste Runde und schnappte sich damit den ersten Startplatz für das Rennen am Mittag. Auch die Plätze 2 bis 4 gingen an Mercedes-Ex-Champion Pascal Wehrlein, Paul Di Resta und Lukas Auer folgten auf Puffett. Die beiden Meisterschaftsanwärter Timo Glock und Marco Wittmann belegten im BMW die Ränge 5 und 6. Für Audi lief es dagegen schlechter, Lokalmatador Robin Frinz war als Siebter noch der schnellste Ingolstädter. Für den 37-Jährigen gehört die Strecke an der niederländischen Nordseeküste zu den schönsten. Sie ist sehr anspruchsvoll. Es macht aber sehr viel Spaß, da zu fahren. Für die 1.8 DTM-Piloten ist der 4,307 Kilometer lange Kurs in der Tat eine große Herausforderung. Durch die unmittelbare Lage am Strand wird nicht selten Sand auf die Strecke geweht. Das sorgt für schwierige Bedingungen. So können Sie das fünfte DTM-Rennwochenende live verfolgen. TV Sat1 und ORF Livestream, motorsport-total.com und ran.de Live-Ticker, sport1.de.